Eine umzäunte Asphaltfläche am Rande des Gorki-Parks. Das ist Moskaus neuer Protestpark. Bis zu 2000 Menschen dürfen hier demonstrieren. Anmeldung per E-Mail genügt. Aufsicht gibt es trotzdem. Zur Eröffnung kommen mehr Journalisten als Aktivisten. Und letzteren geht es mehr um Klamauk als um Politik. Dabei hat die Stadt Moskau durchaus ernste Absichten. Wir wollen das Demonstrieren sicherer machen, für die Bewohner unserer Stadt und für die Protestteilnehmer selbst. Der Protestpark ist mit Videoüberwachung ausgestattet, da kann also nichts passieren. Im Februar 2012, auf dem Höhepunkt der Oppositionsproteste, hatte Wladimir Putin vorgeschlagen, die Protestecken einzurichten. Die Opposition ist deshalb skeptisch. Die Behörden werden das als Vorwand benutzen, um uns Kundgebungen vor Kreml, Parlament oder Rathaus zu verbieten. Sie werden alle in diese Protestghettos verbannen und sagen, wir haben das extra eingerichtet, also demonstriert gefälligst dort. Tatsächlich liegt die Protestecke im Gorki-Park abseits. Die meisten Parkbesucher werden sie kaum bemerken. Deshalb wählt dieser Putin-Gegner lieber den Haupteingang, um Werbung zu machen für Massenproteste am 6. Mai im Zentrum. Genehmigt aber sind die noch nicht.